Willkommen beim Wetter. Ein Sommerhoch bringt uns heute noch einmal Bade- und Wanderwetter. Wir sehen es auch sehr schön hier in St. Jakob, schon einiges an Sonnenschein. Aber von Westen her trübt es sich leider im Laufe des Tages ein. Und so entwickelt sich die Großwetterlage. Das Hoch verlagert sich vom Alpenraum weiter in den Osten Europas. Österreich gelangt damit auf die Rückseite des Hochs. Und es fließt warme Luft aus dem Süden zu uns, aber leider nur für kurze Zeit, denn aus dem Westen her zieht schon eine Kaltfront herein. Was bedeutet das konkret für Österreich? In den nächsten Stunden überwiegt nach wie vor der Sonnenschein, aber dann ab Mittag ziehen vor allem im Westen einige Wolken auf und am späteren Nachmittag entwickeln sich vor allem von Vorarlberg bis zur Obersteiermark einzelne kurze Schauer und Gewitter. Im Osten bleibt es hingegen strahlend sonnig und ein Badetag mit bis zu 26 Grad und 31 Grad sind maximal drinnen. Wie schaut das Ganze für den Westen aus? Wie gesagt, bis zum Nachmittag hinein einiges an Sonnenschein. In Abend-Nachtstunden ist dann aber doch das ein oder andere Gewitter möglich. Im Osten wird es trocken bleiben, strahlender Sonnenschein bis in den Abend. Fantastisches Badewetter mit maximal 27 Grad. Am Sonntag ist Vatertag. Kann man einen Ausflug machen oder wird's nass? Der Vatertag wird richtig angenehm mit maximal 25 Grad im Westen und einigen Sonnenstunden. Im Osten auch ein recht ähnliches Bild. Der Samstag bewölkt, aber dann am Sonntag 23 Grad und einiges an Sonnenschein. Und dann am Montag schon wieder maximal 27 Grad und viel Sonne.